ins Lago. Langsam, langsam. Ja, hier. Vielen Dank. Tritt ein. Der... Ich weiß gar nicht, was unter, was unter den Dosen steht. Wie heißt das? Fürst? Verwalter? Lehnsherr? Wie auch immer. Hallo. Wie kann ich dir helfen? Ich wusste, dass du früher oder später hier auftauchen würdest. Ich frage mich, wer dir wohl das Empfehlungsschreiben gegeben hat. Du bist ein Glücksritter, der an einen Ort endloser Möglichkeiten kommt. Aber bevor du weitere Schritte in meinem Bezirk machst, gibt es etwas, das du wissen solltest. Dieser Bezirk ist mein Bezirk. Er sieht vielleicht heruntergekommen aus. Hier geht es vielleicht korrupt zu und es könnte in den Straßen zu dem einen oder anderen Mord kommen. Und Rauschmittel gibt es. Feuerhutpilze und Schlimmeres. Aber alles funktioniert. Und zwar nur deshalb, weil die Leute meinen Regeln gehorchen. Die Werften produzieren Schiffe für den Dogen, tags und nachts. Eine gigantische Kriegsflotte entsteht. Solange ich dem Dogen meine Schiffe liefere, wird alles toleriert. Solange die Leute meine Regeln respektieren, führt jeder in den Straßen des Arsenalbezirks ein gutes Leben. Also, wie ist es mit dir? Wirst du meine Regeln respektieren oder nicht? Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das genügt mir. Ich werde so oder so ein Auge auf dich haben. Wie konnte ich dir nochmal behilflich sein? Du bist Sophistos. Weißt du, wo ein Mann namens Sophistos lebt? Sophistos? Er hat bei mir eine Sondererlaubnis für ein Untersuchungslabor beantragt, als der große Schlot gebaut wurde. Gibt es einen Schlüssel zum alten Schlot? Natürlich gibt es den. Und er befindet sich in meinem Besitz. Aber in diesem Bezirk bekommt niemand etwas von mir, ohne mir eine Gegenleistung zukommen zu lassen. Aufgabe annehmen. Was willst du, dass ich tun soll? Wie ich sagte, in meinem Bezirk gilt eine goldene Regel. Niemand vergeht sich an den Schiffen. Solange die Werften in Ruhe gelassen werden, können die ganzen kleinen Banditen tun, was sie wollen. Aber einer von ihnen hat sich vor kurzem falsch verhalten. Er heißt Mercutio. Also muss ich darauf reagieren? Und was hat das mit mir zu tun? Der Groschen ist nicht gefallen? Ich will, dass du dich um diesen Mann kümmerst. Wenn du ihn, sagen wir, verschwinden lassen könntest, dann gebe ich dir den Schlüssel. Du wirst Mercutio im lieblichen Lotus finden, einer sehr zweifelhaften Herberge. Diese findest du am Fuße der untersten der Treppen, die zurück auf die erste Ebene führen. Okay. Ja, er ist im lieblichen Lotus. Da ist, soweit ich weiß, noch eine Quest gibt, die wir im lieblichen Lotus erlegen können, nehme ich die auch noch an. Müsste hier sein, wenn ich mich nicht rechne, wenn es irre. Ja. Was ist bloß los? Warum ist er noch nicht zurück? Hoffentlich ist nichts passiert. Über wen redest du? Mein Mann. Er sagte, er würde sich nicht wohlfühlen und den Doktor aufsuchen. Es ist hart für Lago, in der Werft zu arbeiten. Aber noch härter ist ein Leben ohne die Dukaten, die ein Mann nach Hause bringt. Und was, wenn er nicht wirklich krank ist? Was, wenn er herumlungert und unsere letzten Münzen verprasst? Ich habe da so einen Verdacht. Ich könnte beim Doktor vorbeischauen. Oh, bitte tu das. Okay, mach ich. Weil ich nett bin. So, dann müssen wir jetzt wieder zur Plattform und runter. Und dann können wir gleich zum lieblichen Lotus rüber spazieren. Das ist der kürzeste Weg. Achso, okay. Noch wenige Schritte bis zur Tavernenschädelbruch. Wenige Schritte bis zur... Oh mein Gott, die machen echt Werbung. Ja? Kennen wir uns das so bekannt? Lass uns fahren. Komm, nehme ich mich da hoch. Irgendwie passt die Mondklinge zu diese grüne Mondklinge zu dieser Rüstung. Gefällt mir auch richtig. Da vorne beim Rotlichtviertel ist hier auch schon... Der liebliche Lotus.
rein mit uns. Gut. Tut mir leid, hier gibt's keine Arbeit für dich. Die Mädchen können sich um alles kümmern. Bist du Mercutio? Ja, ich bin Mercutio. Warum? Du hast Largos Gesetze gebrochen. Largo hat dich geschickt? Hey, du musst das nicht tun. Wir können eine andere Lösung finden. Oh, doch, das muss ich tun. Für Reden ist keine Zeit. Zieh... Ich werde einen Komplizen dieses Bastards mit Begeisterung töten. Mit Sextanten. Katze. Verlasse mein Haus! Katze, auch noch eine von diesen Banditen. Wie Ratte und so weiter. Wie auch alle heißen. Okay, dann noch zum Doktor rübergehen und gucken, ob der Kerl da ist. Davon ist der Doktor. Hilf mir! Und rein zum Doktor. Hallo. Ich suche nach einem Werftarbeiter namens Josef. Seine Frau schickt mich. Josef? Den wirst du hier nicht finden. Ich denke, er holt sich seine Medizin eher im lieblichen Lotus. Was sag Der befindet ich? Sich nahe an den Treppen, die zu den oberen Bereichen führen. Ein wenig versteckt, aber das ist kein Wunder. Also schnappen wir uns diesen Ehebrecher. Also gehen wir wieder zurück zum Lotus. Mich regen diese Banditen manchmal echt auf. Da ist ein Boden. Na, auch zu schön gewesen. Also rein mit uns. Aber diese beiden Ringe, die ich da habe, die machen es ja eigentlich gegen normale Gegner unsterblich. So, da oben ist auch schon, glaube ich. Yep, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Deine Frau schickt mich. Was? Oh, verdammt. Bitte, sag's nicht meiner Frau. Ich flehe dich an. Sag, dass ich beim Doktor war. Ja, wir können uns jetzt frei entscheiden, wie wir die Quest erledigen wollen. Wenn wir ihn bei seiner Frau verpetzen, gibt es einen Goldring. Zusätzlich zu den Erfahrungspunkten und dem Geld. War es Erfahrungspunkte? Ich erinnere mich nicht mehr an euch. Wenn wir ihn verpetzen, gibt es eine fette Axt. Aber ich denke, wenn wir ihn nicht verpetzen, meinte ich, wenn wir ihn decken. Also wieder nach oben. Ja? Lass uns fahren.
However, muss ich sagen, beim Arzt oder beim... Ich verpetz ihn. Ich habe irgendwie keinen Bock auf Arzt. Hast du meinen Mann gefunden? Also, kennst du... Ich wusste es. Danke, dass ich endlich die Wahrheit erfahren durfte. Na, diesen Ring brauche ich dann wohl nicht mehr. Oh, sie hat sich scheiden lassen. Wie traurig. Aber egal, geben wir noch Lago sein Päckchen und dann kriegen wir endlich den Schlüssel zu Sophistas zu Hause. Wo ist der Kerl? Da unten ist Lago. Wie kann ich dir helfen? Mercutio wird niemals wieder deine Regeln brechen. Du bist wirklich wertvoll. Hier, nimm den Schlüssel zum alten Schlot. Thanks. Da hinten ist er. Jetzt können wir Sophistas endlich fragen, ob er das Grimoire zerstört hat. Endlich. Die Aufgabe haben wir jetzt schon seit wir nach wenig gekommen sind. Diese Sache mit dem Grimoire zu klären. Da vorne sind noch ein paar Viecher. Bis zur nächsten Episode.